So, hallo Leute, heute geht es um das Thema Whey-Protein-Konzentrat gegen Whey-Protein-Isolat. Was ist besser? Was ist was? Wo sind die Unterschiede? Was soll ich mir kaufen? Also, Whey-Protein-Konzentrat ist sozusagen das erste, was man bekommt, wenn man Protein sozusagen isoliert aus der Molke. Also, ist ja sozusagen die direkte Übersetzung von Whey. Isolat ist, wenn man dieses Konzentrat nimmt und nochmal sozusagen die alle anderen Stoffe, die nicht Protein sind, rausfiltert, um sozusagen einen Rohstoff mit noch höherem Proteinanteil zu haben. Entsprechend Konzentrat sind das 67% Protein und bei Isolat sind das 90% Protein. Und bei Konzentrat hat man halt eben noch nicht alles rausgekriegt. Es sind halt bestimmte Verfahren, wie man das macht. Und bei dem Verfahren bleiben halt noch 6 Gramm Kohlenhydrate und 7 Gramm Fett übrig. Und die kann man zum größten Teil entfernen, wenn man das dann weiterverarbeitet und das zu Isolat wird. Dann sind dann praktisch keine Kohlenhydrate mehr drin und nur noch 1 Gramm Fett. So, jetzt ist natürlich die Frage, was soll ich mir kaufen? Denken alle, okay, super, 90% Protein, keine Kohlenhydrate, ist besser. Ist aber natürlich teurer. Und es ist so viel teurer, dass es sich eigentlich nicht mehr lohnt. Der Preis pro reines Protein ist beim Isolat deutlich teurer als beim Konzentrat. Und wenn man jetzt nicht gerade in der Diät ist, dann ist es ja wurscht, wenn man Carbs und Fett hat. Und eigentlich meistens in der Diät stören 6 Gramm Carbs und 7 Gramm Fett auch kaum. Weil in fast allen anderen Proteinquellen sind auch Kohlenhydrate und Fette enthalten. Und 67% Protein, also das ist sozusagen entspricht 67 Gramm. Das ist ja immer noch wesentlich mehr. Der größte Anteil ist sozusagen immer noch Protein. Das heißt, wenn man aufs Geld schauen muss, klar, Konzentrat auf jeden Fall. Das Protein aus Konzentrat ist wesentlich günstiger. Der einzige Grund, weswegen man sozusagen Isolat kaufen soll, könnte, überlegen sollte, sich Konzentrat zu kaufen, ist, wenn man sozusagen Angst hat wegen Milch, weil eben man sieht an den Carbs, Fett, sind da natürlich auch noch ganz viele andere Dinge drin, die eigentlich, die in der Milch drin sind, die Probleme verursachen können. Sowohl Laktose als auch andere Dinge, Hormone, was auch immer, die Leute krank macht von Milch oder was denen Probleme bereitet oder Sorgen bereitet. Das ist im Isolat deutlich weniger drin, vielleicht auch gar nicht mehr, so dass es bei den meisten Leuten keine Probleme mehr macht, auch wenn sie eigentlich Probleme mit Milchprodukten haben. Einziger Grund, Isolat zu kaufen oder natürlich, ich scheiße auf das Geld, mir ist das vollkommen wurscht und ich freue mich einfach, dass ich sozusagen viel Protein habe in meinem Shake. So, das war's, also Whey Protein Konzentrat, Isolat. Jeder, der jetzt nicht gerade unendlich viel Geld hat, ist mit dem Konzentrat super bedient und das sonst, ja, das war's eigentlich. Wollte es nur noch kurz erklären. Bis zum nächsten Video.